Der Feind, den wir haben, den Gegner, den wir haben, der ist nicht da draußen, der ist hier drinne. Der ist in mir. Das ist mein stärkster und größter Feind. Das ist nicht Obama, nicht Trump, nicht Merkel, nicht G20, nicht die Antifa, nicht die was weiß ich was. Da kann ich 1000 Szenarien abwenden, weil das sind maladaptive Strategien, das sind ersatzbefriedigende Strategien, um bei mir selbst nicht anzufangen. Das ist der springende Punkt. Aber das habe ich schon oft erzählt und ich werde mal runterkommen von dem Thema, mache jetzt einen Cut und möchte mal zu Leuten sprechen, die jetzt gewalttätig dort vorgegangen sind. Alle Peergroups, auch die Antifa, ja, die sich auf die Fahne geschrieben hat, das Gute zu tun, also gegen Faschismus zu sein, ist etwas sehr Edles und etwas sehr Tolles. Kann ich nur unterstützen, finde ich toll. Ja. Aber was daraus geworden ist, ist was ganz anderes. Es ist eine Gruppe geworden, in der ersatzbefriedigend das Gute getan wird, im Deckmantel aber des Bösen. Aber wie kommt das Böse dahin? Das Böse kommt dahin, weil sich viele Leute wie Türsteher verhalten. Aber was ihr in der Antifa eigentlich gelernt habt, woraus ihr entstanden seid, ja, das ist eigentlich der Diskurs. Das ist eigentlich das bessere Argument. Und wenn ihr keine intellektuellen Fähigkeiten habt und euch mit der Faust durchsetzen wollt, dann sage ich euch von Anfang an schon, dass ihr auf dem falschen Weg seid. Gewalt ist auch gegen den Faschismus keine Lösung. Und das könnt ihr von jedem guten Antifaschisten hören, dass das nicht, zur Lösung führt, jemanden zusammenzumöllern. Der Faschismus ist das Problem. Auf ihn zu konzentrieren bedeutet, den Finanzkapitalfaschismus zu vernichten, ihn wegzumachen. Und das ist eine ganz andere Aufgabe. Ja, herzlich willkommen auf Nichtkampf TV. Heute Thema Diskurs. Und das Thema im Diskurs ist heute G20-Gipfel, der am letzten Wochenende gewesen ist. Ich will gar nicht über die politischen Hintergründe und über diese politischen Zielgründe der G20 Politiker sprechen, sondern ich möchte einmal über das Aufgebot an Gewalt dort sprechen, das da stattgefunden hat. Und wo viele auch im Vorfeld schon gewusst haben, der schwarze Block und Antifa und wer da alle so hinkam, das wird sicherlich ein ziemliches Gewaltszenario werden. Und die meisten, die das jetzt sehen, glaube ich einfach mal, die kennen mich schon. Die wissen, was das Nichtkampfprinzip ist. Die wissen, was Deeskalation vielleicht bedeutet, was Selbstverteidigung ist und vielleicht was Prävention ist. Und ich möchte einmal aus meinem Buch das Nichtkampfprinzip, das nicht jeder kennt, etwas vorlesen auf Seite 154, wirklich nur bei Anfängern. Also ich habe ja auch eine Kampfsportschule gehabt. Ich war im Sicherheitsdienst tätig. Und ich glaube, von mir behaupten zu können, dass ich genau weiß, wo der Hase langläuft, wenn man über SEK redet, über Spezialeinheiten der Polizei redet, über Gewaltaufgebot, über Strategien von Diensten und all diese Dinge. Und ich möchte für die Demonstranten, die da friedlich hingekommen sind, die vielleicht auch Gewalt erfahren haben, einfach etwas für sie vielleicht Paradoxes einmal vorlesen, dass ich jeden Tag heute in jeder Kampfsportschule weltweit erleben könnte. Das ist heute noch ein blinder Fleck in der Selbstverteidigung, der sehr viel mit Prävention zu tun hat und mit Deeskalation zu tun. Ich lese es einfach mal vor, weil es eine sehr interessante Anekdote von mir auch ist. Also die Überschrift heißt wirklich nur bei Anfängern. Energie umlenken und Zweikampf überwinden ist eins. Mal nachdenken über diesen Satz. Energie umlenken und Zweikampf überwinden ist eins. Denn darum geht es. Wir leben in einer wettbewerbsorientierten Kultur, in einer kampfbetonten Strategie zum Kapitalismus hin, wo jeder durchnocken muss und jeder muss der Beste sein und so weiter. Und das hat uns innerlich zu Wettkämpfern, psychisch auch gemacht. Ja, wir müssen das Brot für morgen erwerben, wir müssen dies, wir müssen jenes und dabei sind alle anderen unsere Konkurrenten im Leben. Nicht? Ich möchte das schönste Haus und so weiter, will ich jetzt nicht groß aufzäumen. Aber ihr wisst, was ich meine. Um das zu überwinden, muss ich die Energie, die dabei eine Rolle spielt, umlenken.
um diese Zweikampftheorie, die ich in mir habe, um in der Strategie des Wettbewerbs und des Kapitals zu existieren. Ich muss es einfach umlenken. Und das ist den meisten Menschen überhaupt nicht bewusst. Die meisten Menschen lassen diese Energie komplett auf ihren Körper prassen. Und auch seelisch ist es haargenau das gleiche Prinzip. Ich lasse alle möglichen Gefühle und Emotionen und psychischen Gegebenheiten einfach auf mich niederprasseln und dann muss ich damit zurechtkommen. Und das, die meisten Menschen können nur damit auf die Art zurechtkommen, indem sie den Zweikampf beginnen, indem sie ihre Kraft und ihre Energie jetzt über die auf mich kommende Energie überstülpen. Dann sind sie besser. Und das Gegenteil ist der Fall. Der Zweikampf ist ein selbstständiges Gebilde. Wie ein Perpetuum mobile folgt es nach dem ersten Schritt unaufhaltsam in eine nicht enden wollende Kette von selbstzerstörerischen Ereignissen, die dem Fachmann so manches Mal Rätsel aufgeben. Ich leite im Dauboxunterricht, Dauboxen mache ich heute nicht mehr, das war damals am Anfang Deeskalations-Antigewalt-Unterrichtungssystem und habe das dann Boxen genannt, aber heute sage ich nur noch Deeskalationssport dazu, aber ich lese original aus dem Buch vor, also wenn ihr Dauboxen hört, denkt einfach an Deeskalation. Ich leite beim Dauboxunterricht, beim Taekwondo oder Schwertkampf die Teilnehmer immer in die Daubox-Prinzipien, dem Umlenken und Ausweichen von Energien an. Jedoch verblüffen mich die Teilnehmer immer wieder aufs Neue, wenn sie in Kämpfen Schwierigkeiten haben, diese wirklich umzusetzen. Zwei Kontrahenten sollten Umlenkungsstrategien üben, also Energie umlenken, das sind Umlenkungsstrategien. Beide tragen den schwarzen Gürtel im Taekwondo, also der eine hat den zweiten Dan gehabt, der andere den ersten Dan gehabt. Und beide sind recht gute Schüler. Einer von beiden ist ein Trainer bei mir gewesen, ich glaube 10 Jahre lang war der Trainer bei mir. Ist ein sehr guter Taekwondoka. Wenn es jedoch um die Lehre des Nichtkampfs oder um das Überwinden des Zweikampfs geht, dann zeigen selbst Experten Schwierigkeiten im Umdenken und Umhandeln. Denn beide verzettelten sich in einen Zweikampf und verstrickten sich immer tiefer in seine unnachgiebige Struktur des Selbstzerfalls. Das überträgt sich dann auf die gesamte Gruppe, so nach dem Motto, da haben wir ja endlich mal einen Freifahrtschein für ich oder du. Wenn dann die gegenseitige Verzettelung in einem Masse-mal-Beschleunigungsspiel beginnt, denn nichts anderes ist der Zweikampf, und sich die Teilnehmer in Geber- und Nehmerlaune so richtig wohlfühlen, dann kommt mein Einsatz. Dann klatsche ich laut in die Hände und frage sie verdutzt, was macht ihr da eigentlich? Noch verdutzter schauen sie umher und antworten fragend, kämpfen, das sollten wir doch. Also ich sage Umlenkungsstrategie und die denken, das ist Kämpfen. Das ist konditioniert in uns. Wir fallen sofort wieder in diese Kampffalle zurück, obwohl ich sage Umlenkungsstrategien. Und diese Umlenkungsstrategien, das weiß ich ja noch, ich habe ja noch ein gutes Gedächtnis, haben wir ja trainiert. Wir machen jetzt einen Kreis und du, ihr beide geht in den Kreis hinein und kämpft so, wie ich gesagt habe. Dann kämpfen sie zumeist genau so, wie ich es nicht gezeigt und auch nicht gesagt habe. Block-Konter-Präferenzen. Also ich greife an und der andere blockt. Oder geht dann da rein. Dann sage ich, gut, aufhören. Ich hole dann einen mit Turnmatten bestapelten Wagen und sage einem der Kämpfer, er solle jetzt stehen bleiben. Also das ist ein Mattenwagen, den kennen wir alle aus dem Sportunterricht noch in der Schule. Der wiegt, was wiegt so eine Matte? Ich schätze so 10, 15 Kilo und da waren 10 solche Matten drauf. Also das ist ein Mattenwagen, der ungefähr so viel Kraft entwickeln kann wie ein auf mich zurennender Schwergewichtler im Boxen. Dann renne ich den Mattenwagen vor mir herschiebend auf ihn zu und plötzlich, kurz bevor der Mattenwagen ihn mit voller Wucht umfahren würde, springt er zur Seite. Wieso bist du nicht stehen geblieben, frage ich dann. Als wenn alle denken würden, dass ihr Ausbilder dem Wahnsinn jetzt nahe seien, schauen mich alle Anwesenden daraufhin an und er sagt beschwichtigend, du hättest mich umgefahren, wäre ich nicht weggegangen. Falsch, antwortete ich ihm dann sehr bestimmend und fahre in meinem Exempel fort, weil Masse mal Beschleunigung gleich Kraft ist. Deswegen bist du zur Seite gesprungen. Du wusstest instinktiv, dass dieser Wagen und seine wachsende Beschleunigung durch mich dabei von dir nicht abgebremst werden kann. Unmöglich, solches zu schaffen, weil Masse mal Beschleunigung genau die Kraft darstellt, die dir da entgegenkam. Jetzt beginnen die anderen Teilnehmer meistens zu nicken. Genau so ist es.
Dann nehme ich den stärksten und den schwersten unserer Teilnehmer und bitte ihn, sich gegen den Wagen zu stemmen. Nehme jetzt deine ganze Kraft und dein Gewicht und stemme dich gegen mein Drängen, den Mattenwagen in deine Richtung zu bringen. Dann werde ich von ihm gegen die Wand gedrückt. Wie heißt hier die Antwort, frage ich dann alle. Masse mal Beschleunigung gleich Kraft ist dann also das laute Aufsagen der Formel. Richtig, niemand kann mehr Kraft als ein noch kräftiger aufwenden. So ist nun mal die Natur, nicke ich ihnen darauf hinzu. Danach fordere ich nochmals den stärksten und größten unserer Gruppe auf, den Wagen mit voller Wucht auf mich zuzufahren. Fast im letzten Moment gehe ich leicht zur Seite weg und vollführe mit beiden Armen eine Schiebbewegung, woraufhin der Schüler jetzt Mühe hat, seine Beschleunigung abzubremsen. Also er rennt auf mich zu mit dem Mattenwagen und diesen Mattenwagen und er, diese Beschleunigung zusammen, die sich als Kraft entfaltet, die muss er nun aufhalten, was ihm natürlich nicht gelingt. Ich schubse ihn und dann beschleunigt das noch mehr. Er kann nicht abbremsen. Seht ihr, so leicht und mühelos geht das. Wir können das Kraftgesetz umgehen, wenn wir zur Seite gehen. Die Energie des Angreifers lassen wir bei ihm, etwas davon borgen wir uns, um ihm oder ihr einen leichten Spin zu geben, damit er sich weiter von uns entfernt und dann schauen wir ihm nach. Und im Realfall haben wir jetzt einen enormen Vorteil, um wegzulaufen. Und unsere Unversehrtheit zu behalten. Ich lese mal nicht weiter. Wer das weiterlesen möchte, was sehr interessant wäre, um solche Strategien zu erkennen, der möge sich dieses Buch besorgen. Das gibt es auch im Internet als PDF-Datei. Umsonst, ne? Könnt ihr auch da lesen. So, was habe ich da eigentlich gerade vorgelesen? Und was bedeutet das? Ich sage immer auf Vorträgen oder Workshops, die ich halte, eine Theorie zu verstehen, egal ob das die Relativitätstheorie ist oder die Unbestimmtheitstheorie oder irgendwelche Konflikttheorien oder irgendwelche biologischen Theorien, psychologischen Theorien, zu verstehen, ist total einfach. Das ist nicht schwer. Es ist nicht schwer, wenn man sich Mühe gibt, das zu verstehen. Das ist nicht schwer. Das wirklich Schwere, das sind die Konsequenzen, die diese Theorie hat. Die Überwindung des Zweikampfs, das Energieumlenken, das hat Konsequenzen. Und diese Konsequenzen zu denken und zu handeln, das ist für die allermeisten Menschen zu schwer, weil sie auf einmal in einem emotionalen Korsett gefangen sind, das durch ihr wettbewerbsorientiertes emotionales Konzept präferiert wird. Das ist das Problem. Wir leben und sind konditioniert in diesem wettbewerbsorientierten System und müssen unsere Energie so aufwenden, dass wir die Energie, die wir jetzt haben, gegen den anderen verwenden. Und das klappt meistens nicht, weil es dann nämlich richtig hart zur Sache geht. Und das Gleiche ist bei G20 passiert. Was wäre die beste Lösung anhand des Nichtkampfprinzips, was man hätte machen können? Gar nicht erst da sein. Das wäre die beste Lösung gewesen. Dann hätte man auch überhaupt gar keine Deeskalation machen müssen. Dann hätte man nicht umlenken müssen. Die meisten Menschen halten das für seltsam, ich sage es mal in Anführungszeichen seltsam, weil sie das überhaupt nicht verstehen. Sie verstehen überhaupt nicht, was ich gerade sage. Deswegen finden sie es seltsam. Die denken, man müsse dahin, man müsse sich beweisen und man müsse gegen die Antifa oder gegen den schwarzen Block irgendetwas machen, um da zu überleben oder um seine Theorien zu bekommen oder um da irgendetwas zu erreichen, was man da erreichen wollte. Man wusste es im Vorhinein schon, was bei G20 passiert in Hamburg. Das haben wir alle gewusst. Die Medien haben 2 Tage vorher gesagt, es gibt Krawalle. Ob das nun inszeniert ist oder nicht inszeniert ist, ob es da irgendwelche Provokateure gab und so weiter, ja. Das ist nicht Thema meines jetzigen Vortrags. Mir, also dieses jetzigen Clips, das ist nicht mein Thema jetzt. Mir geht es rein um die Sache, die ich völlig logisch empfinde. Nicht da zu sein, wäre die oberste Option eines Nichtkämpfers. Also ich war nicht da, weil ich wusste, was passieren könnte. Weil ich gehe davon aus, dass es mir auch passieren könnte. Und weil es mir passieren könnte, will ich gar nicht erst, dass es passiert. Also gehe ich gar nicht erst hin. Was passiert aber, wenn ich gar nicht erst hingehe? Wenn ich gar nicht erst hingehe, kann es sein, dass ich meinen eigenen Wachstumsschub, den ich haben möchte, in diesen psychologischen Momenten wie Deeskalation, Selbstverteidigung, Prävention und so weiter, dass ich das aufbaue. Und das ist eigentlich das Ziel, was ich machen möchte. Und das euch zu begreiflich zu machen, ist eigentlich ganz einfach. Dass ihr es versteht, das ist die Schwierigkeit. Weil ihr seid alle in diesem System verfangen und ihr meint alle, ihr müsstet zu solchen Demonstrationen hingehen, wo es massenhaft zu gewalttätigen Aktionen kommen kann von irgendwelchen Gruppen, die mich
ich sag mal so, die mich überhaupt nicht interessieren. Mich interessiert der schwarze Block nicht, mich interessiert auch die Antifa nicht. Was die macht, was sie nicht macht, interessiert mich ja überhaupt nicht. Mich interessiert ja mein eigener Auftrag, den ich habe. Und mein eigener Auftrag ist, der Frieden in die Welt zu bringen, als Friedensaktivist. Ich bin ja Friedensaktivist und Gesellschaftskritiker. Das ist ja meins. Warum hätte ich zum G20, also eine logische Antwort möchte ich mal haben, warum hätte ich zum G20-Treffen gehen sollen? Wäre für mich, also was soll ich da? Was hätte ich da gesagt? Also ich weiß ja, wie das kapitalistische System gegen den Frieden handelt, das weiß ich ja. Und ich weiß, dass das G20-Treffen nichts, also wenn ich da demonstriert hätte für den Frieden oder so, das hätte nichts, rein gar nichts gebracht, weil das Friedensthema dort überhaupt nicht akzeptiert werden kann. Das hat mit Frieden oder Krieg ja in dem Sinne unglaublich viel zu tun. Aber nichts für die Medien, nichts für die Leute, die da waren, weil die meisten verstehen das ja gar nicht, was das da zu tun hat. Das kapieren die nicht. Das ist meine Erfahrung zumindest seit 2013, seitdem ich in der Friedensbewegung aktiv dabei bin, dass das überhaupt nichts bringt. Es bringt nichts, irgendwo hinzugehen und irgendetwas messianisch zu erklären oder sich auf ein Podest zu stellen und sagen, ich habe jetzt eine Theorie, hört mir mal alle zu. Es bringt überhaupt nichts. Das ist meine Quintessenz jetzt als aktiver Friedensaktivist, aber auch als 45-jähriger Mensch, der jetzt Geschichtserfahrung hat, der weiß, wie Revolutionen funktionieren und so weiter. Jetzt will ich das nicht ausklamüsern, aber das wissen viele von euch. Ich weiß, dass das nichts bringt, aber ich weiß, dass etwas ganz Bestimmtes einen enormen Effekt hat. Und dieser enorme Effekt wird von euch in der Bewegung gar nicht wahrgenommen. Und das ist der Effekt, dass ich es selber tue. Dass ich selbst zu der Veränderung werde, die ich da draußen haben möchte. Und das ist das, was ich tue. Ich mache mich selbst zu dieser Veränderung. Ich werde selbst zu diesem Frieden. Ich werde selbst zu diesem, dass ich das und das nicht mehr haben möchte und das nicht mehr machen möchte. Und das hat einen Effekt auf meine Umwelt. Und das ist viel größer, als wenn ich vor 15.000 Leuten irgendeine Friedenstheorie erkläre, was die meisten Leute, weil die in einem wettbewerbsorientierten System leben, sowieso nicht verstehen, weil sie sich damit auseinandersetzen müssten. Und diese Auseinandersetzung müsste 1,5 oder 2 Jahre passieren. Sie müssen sich aktiv damit auseinandersetzen, müssten bei mir oder bei anderen auf solchen Seminaren oder Workshops sein, um tatsächlich einen Dominoeffekt in ihrem Gehirn, in ihrem Gefühlskonzept etc. lostreten. Das wäre eigentlich viel wesentlicher, als da zu sein und zu sagen, jetzt zeige ich es aber der Antifa, weil ich bin ja von euch völlig falsch präferiert worden. Ich bin ja kein Rechter, ich bin ja in Wirklichkeit ein Friedenstyp. Nicht? Liegen lassen, ist doch egal. Ich mache meinen Weg weiter. Und da helfen mir Umlenkungsstrategien. Ja? Umlenkungsstrategien sind präventive Modelle. Sind im Grunde genommen das höchste Gut in einer Deeskalation. In einer Deeskalation muss ich ja die negative Energie irgendwie strategisch so umlenken, dass ich da ohne Nachteil von rauskomme. Und die wichtigste Strategie, das ist eigentlich die Prävention. Aber die Prävention wird in unserer Gesellschaft zwar überall in Sonntagsreden erzählt, aber in Schulen oder sonst wo, in sozialen Einrichtungen, überhaupt nicht angewendet. Auch von den normalen Menschen in Beziehungen, die jetzt Trennungsprobleme haben, nicht angewendet. Die Leute kommen ja zu einem Therapeuten, wenn das Kind schon im Brunnen gefallen ist. Sie kommen nicht präventiv und sagen, ich glaube, wir führen gerade irgendetwas, was im halben Jahr irgendwie voll das Chaos sein könnte. Das habe ich noch nie erlebt, dass Menschen deswegen zu mir kommen und sagen, ich will jetzt Prävention machen. Das ist aber das, was ich beruflich hauptsächlich mit meinen Klienten mache, wie auch mit Unternehmern und so weiter, präventiv vorgehen. Ja? Und dann, das bedeutet natürlich, dass man kognitiv dafür ein Bewusstsein schaffen muss, dass es präventiv losgehen muss und nicht während der Deeskalation. Die Deeskalation ist ein Moment, der im Grunde genommen schon zu spät kommt. Deeskalieren kann ich nur in einem Moment, ja, wo ich ja im Grunde genommen auch Selbstverteidigung machen könnte. Aber ich will Selbstverteidigung möglichst minimalisieren und vielleicht auch gar nicht anwenden, um dort herauszukommen. Und da kann ich nur Umlenkungsstrategien anfangen zu machen und weglaufen, wegrennen oder wie auch immer. Und andere Szenarien, die ich jetzt nicht erklären will. Das würde hier 15 oder 20 Stunden dauern, bis ich damit durch bin, weil ich das ja beruflich mache. Präventive Stile anzuwenden, das ist eigentlich das A und O. Und wenn ich präventive Stile anwende, dann höre ich auch auf, mir ständig geostrategische Modelle anzuhören und zu fragen, wo ist der Dieb und wo ist der böse Politiker, der jetzt wieder ein Imperium bastelt und ich weiß nicht, was auch immer. Mich selber persönlich interessiert das überhaupt nicht mehr. Es geht in meinen Kopf gar nicht mehr rein. Ich will es auch gar nicht mehr wissen. Ich weiß eh, wie der Hase läuft. Das wissen wir eigentlich alle. Das ist eine Strategie, die läuft schon seit Tausenden von Jahren.
Dazu muss ich nicht mein Leben lang mich jetzt mit geostrategischen Problemen beschäftigen und auf die nächsten 30 Präsidenten warten. Die überlebe ich ja sowieso nicht, aber auf die nächsten 5 oder 7 Präsidenten des Imperiums Acht geben und genau wissen, was machen die jetzt wieder, was machen die jetzt wieder. Es ist haargenau das Gleiche, was die machen. Und der Feind, den wir haben, den Gegner, den wir haben, der ist nicht da draußen, der ist hier drinne. Der ist in mir. Das ist mein stärkster und größter Feind. Das ist nicht Obama, nicht Trump, nicht Merkel, nicht G20, nicht die Antifa, nicht die was weiß ich was. Da kann ich 1000 Szenarien abwenden, weil das sind maladaptive Strategien, das sind ersatzbefriedigende Strategien, um bei mir selbst nicht anzufangen. Das ist der springende Punkt. Aber das habe ich schon oft erzählt und ich werde mal runterkommen von dem Thema, mache jetzt einen Cut und möchte mal zu Leuten sprechen, die jetzt gewalttätig dort vorgegangen sind. Das mag die Hetzjagd gewesen sein, die einige Antifa-Typen gegen Journalisten dort gemacht haben, die in der Friedensbewegung sind, die sich dahingestellt und Identitäre waren neben denen und die Antifa hat nun gedacht, das sind auch Identitäre und man müsse jetzt gegen die vorgehen, weil das sind jetzt Nazis. Und man hat dann sogar gewalttätig ist man gegen den vorgegangen. Der eine hatte was am Knie und der andere hatte am Ellbogen oder sonst wo was, nicht? Und das war völlig daneben, was er da gemacht hat. Und ich will euch mal eine Geschichte erzählen, die für mich Alltag ist. Für mich ist die Alltag und das ist für mich Alltag in fast jeder Gruppe. Alle Peer-Groups, auch die Antifa, ja, die sich auf die Fahne geschrieben hat, das Gute zu tun, also gegen Antifaschismus zu sein, ist etwas sehr Edles und etwas sehr Tolles. Kann ich nur unterstützen, finde ich toll. Ja. Aber was daraus geworden ist, ist was ganz anderes. Es ist eine Gruppe geworden, in der ersatzbefriedigend das Gute getan wird, im Deckmantel aber des Bösen. Aber wie kommt das Böse dahin? Das Böse kommt dahin, weil sich viele Leute wie Türsteher verhalten. Was ist ein Türsteher? Die meisten Türsteher, die ich kennengelernt habe, ja, die meisten, nicht alle, die meisten haben ein so hohes Gewaltpotenzial in sich, dass sie das nicht anders kanalisieren können als im Tür- oder im Sicherheitsmilieu. Ja, sie müssen in einer Disco sich 3-4 Mal, was weiß ich, in der Woche prügeln, weil dann kommen die wieder runter. Nimmt man denen den Job des Türstehers, dann fangen die an, sich draußen zu prügeln. Davon gibt es viele. Es sind nicht alle so. Das habe ich nochmal gesagt. Ich betone, das sind nicht alle so. Ja? Aber es ist eine Möglichkeit, ja, legal Gewalt auszuüben. Darum geht es mir. Ich werde deswegen nicht angezeigt, weil ich ja das Hausrecht wahre. So, ist in Ordnung. Das Gleiche passiert bei der Antifa. In der Antifa tummeln sich Gewalttäter, die versuchen, und ich sage das deswegen, weil ich nicht die Antifa diskriminieren will, ja, die hat ja ein edles Ziel. Wenn sie aber hinkommen will, wieder in ihr edles Ziel, dann muss sie sich von solchen Leuten verabschieden. Das heißt, sie muss eine Art Casting, ihr müsst eine Art Casting stattfinden lassen bei euch, ja. Ihr müsst herausfinden, ihr müsst euch mit Gewaltpsychologie mal auseinandersetzen, ja. Wenn ihr das Gute wollt, kann es nicht sein, dass ihr Vollidioten, ich sag mal Vollidioten und Schlägertypen bei euch habt, die legal irgendwelche Leute da jagt, die nichts damit zu tun haben. Hauptsache, ich habe das Wort Faschismus gehört oder Faschist gehört und dann gehe ich auf den rein, ohne es zu überprüfen, ja. Ein normaler Mensch überprüft erstmal, ob der das gemacht hat. Das ist normale Fallanalyse. Das muss jeder Mensch machen. Ich kann nicht einfach sagen, da hinten ist ein Vollidiot, jetzt schlage ich ihn zusammen, weil alle sagen, das ist ein Vollidiot. Auch wenn alle es sagen, muss es nicht stimmen. Auch wenn es auf meiner Homepage steht, ja, für die Antifa, dass da irgendeiner, dieser Typ, der jetzt auch bei Zeit Online gefeuert wurde, zu Recht gefeuert wurde, weil er eine Hetzjagd inszeniert hat, der das dann gemacht hat. Ne? Ich kann auch nicht davon ausgehen, dass das wirklich so ist. Ja, einer sagt in der Antifa, das ist so und das ist so. In der Antifa gibt es viele gute Leute, aber es gibt auch viele Leute, die sich dahin transportiert haben, die versuchen, auf legalem Wege ihr illegales inneres Potenzial loszuwerden. Und das ist ein Gewalttäterpotenzial. Das ist Schlägerpsychologie, die ich da oft mitkriege. Es tut mir leid, Antifa, aber es ist so. Und ihr solltet euch davon säubern, um wieder in die richtigen Linien zu kommen und euch auf das Hauptmilieu zu konzentrieren. Und das ist halt der Antifaschismus. Der Faschismus. Ja, das ist der Faschismus. Und wenn ich jemand bin, das sage ich jetzt mal, das sage ich, um euch auch ein bisschen zu reizen, wenn ich die Faust als Antwort nutze, ist das Unterste, was ich anbieten kann, das Allerunterste. Aber was ihr in der Antifa eigentlich gelernt habt, woraus ihr entstanden seid, ja, das ist eigentlich der Diskurs, das ist eigentlich das bessere Argument.
Und wenn ihr keine intellektuellen Fähigkeiten habt und euch mit der Faust durchsetzen wollt, dann sage ich euch von Anfang an schon, dass ihr auf dem falschen Weg seid. Gewalt ist auch gegen den Faschismus keine Lösung. Und das könnt ihr von jedem guten Antifaschisten hören, dass das nicht, zur Lösung führt, jemanden zusammenzumöllern. Der Faschismus ist das Problem. Auf ihn zu konzentrieren, bedeutet, den Finanzkapitalfaschismus zu vernichten, ihn wegzumachen. Und das ist eine ganz andere Aufgabe, die ich als Antifaschist habe. Ich kann auf Demos gehen und sagen, als antifaschistische Organisation und sagen, hör, da sind Faschisten, die wollen wir nicht. Kann ich alles machen. Und ich kann die Bevölkerung damit dadurch aufrütteln. Das kann ich alles machen. Aber ich kann nicht eine Gewalt anwenden. Wenn ich Gewalt anwende, auch schon in meiner Gestik Gewalt, den Gewalttypus darstelle, was oft bei Antifa-Demos passiert, dann habe ich die Bevölkerung gegen mich und ihr wollt die für euch haben. Ihr wollt nicht in Marschrichtung sein und so. Ich habe euch oft genug gesehen. Oft genug, wie ihr auftretet. Ich habe auch oft genug gesehen, dass ihr gut auftretet. Aber ich habe oft genug gesehen, dass es da irgendwie echt daneben geht. Und wir haben einen gewalttätigen Zenit innerhalb der Antifa erreicht, der mir sehr viel Sorge macht, weil ihr auf dem falschen Dampfer seid. Und ihr müsst anfangen, über das Ganze, über euer Konzept, über eure Organisation echt mal nachzudenken und zu sagen, wir brauchen irgendwie Regeln, die überall gelten, in jeder Antifa. Es kann nicht sein, dass ihr Hinz und Kunz sich Antifa nennen kann und dann halt eben sein eigenes Ding dadurch macht. Da müsst ihr euch echt Gedanken drüber machen. Ja? Dann kriegt ihr auch wieder die Bevölkerung, die wird dann auf eurer Seite, also viel mehr Leute werden auf eurer Seite sein und ihr habt nicht irgendwelche Leute, die von nichts eine Ahnung haben, außer von ihrer Faust. Und das ist ein falscher Weg. Das ist ein falscher Weg und ihr könnt nicht irgendwie sagen, wir sind für den Frieden und haut dann irgendwelche Leute zusammen. Ich bin gegen den Faschismus und hau Leute zusammen. Wisst ihr, was Faschismus ist? Faschismus ist auch jemanden niederzumöllern. Denn ich raube ihm seine Zeit, ich raube ihm seinen Körper, ich raube ihm seine Selbstbestimmung, ich raube ihm einfach alles, ja? Und das ist aber ein Mensch. Ja? Und ich als therapeutisch arbeitender Mensch, als psychologisch denkender Mensch, weiß ganz genau, dass jeder Mensch auf den falschen Dampfer kommen kann. Auch Faschismus ist für mich natürlich ein falscher Dampfer. Rechtsradikal zu sein oder rechts mit der NSDAP zu sympathieren, ist für mich natürlich auch ein No-Go, genau wie für euch. Für mich ist das aber als therapeutisch denkender Mensch ein Mensch, der in die falsche Richtung gekommen ist. Ich kann das psychologisch genau ausklamüsern. Ja? Das ist nicht ein Mensch, der ist dann so und bleibt ein Leben lang so und ist immer so. Ja? Aber so agiert ihr. Ihr agiert so, als wenn ein solcher Mensch ewig so bleiben müsste. Die meisten jungen Leute sind auf einem Irrweg. Die gehen dann irgendwann nach 2-3 Jahren wieder weg. Ich habe viele von denen therapiert. Ich habe viele von richtige Faschisten mit Hakenkreuz an der Stirn und so tätowiert. Ich habe die davon weggekriegt. Ja, die haben sich das weg tätowieren lassen. Also das habe ich alles erlebt. Ich weiß auch, wie das funktionieren kann. Nicht, wie es bei jedem funktioniert. Ich will nicht sagen, dass ich eine Lösung habe für alle möglichen Dinge. Aber ich weiß, dass die Mühe sich lohnt, in den Diskurs mit solchen Leuten auch zu gehen. Und das müsst ihr irgendwann mal anfangen. Ihr könnt nicht einfach sagen, wir hauen die jetzt zusammen und wir jagen die jetzt. Es geht überhaupt nicht. Das geht nicht. Das führt in eine weitere Rüstungsspirale hinein. Das wird genauso sein wie mit den Türstehern. Am Anfang war die Faust, dann kam das Messer, dann kam die Pistole. Ja, dann kam der Türsteher, der eine Weste hatte. Jetzt hat er einen Kopfschutz und was weiß ich noch alles. Das wird genauso eine Rüstungsspirale. Das fangt ihr dann an. Und damit müsst ihr aufhören. Setzt euch vielleicht mal mit dem Nichtkampfprinzip zusammen. Denn ich war mal auf einer Demo und da habe ich zum allerersten Mal die Antifa gegen mich gehabt. Und ich habe versucht, euch ans Mikro zu kriegen. Das war in Herford, euch ans Mikro zu kriegen. Und dann habt ihr zurückgeschrien. Rüdiger, gegen dich haben wir gar nichts. Wir finden dein Nichtkampfprinzip sogar klasse. Gegen dich haben wir nichts. Und dann habt ihr mir mehrere Namen genannt, gegen die ihr was habt und die nicht da reingehören. Und ich habe euch gesagt, die sind jetzt aber nicht hier. Ich kann für die und gegen die nicht sprechen. Ihr müsst direkt mit denen in Kontakt treten. Also ich weiß, dass das Nichtkampfprinzip für euch eine interessante Sache sein könnte. Beschäftigt euch damit. Lest, oder das könnt ihr alles im Internet umsonst haben. PDF-Dateien gibt's vom Nichtkampfprinzip auch. Lest euch das durch und fangt wieder an, etwas friedlicher zu werden mit solchen Sachen. Und vor allem, guckt nach, wer es wirklich ist und nicht, ich behaupte es einfach nur und der hat mal was gesagt und schon ist er das oder das oder das. Beschäftigt euch intensiver damit und nicht plakativ und dann habt ihr die Möglichkeit, wie jeder Schläger auch. Jeder Schläger sucht nur eine Möglichkeit. Was guckst du so? Und schon hat er die Möglichkeit. Er sucht sich eine Rechtfertigungsstrategie für seinen Legitimationsgrund zuschlagen zu müssen. Ich sag das nochmal. Um seinen Legitimationsgrund zuschlagen zu wollen, ja durchsetzen zu können. Und davon gibt es immer mehr bei euch in der Antifa. Das Internet macht Werbung für genau solche Leute bei euch. Und ihr müsst euch von diesen Leuten trennen. Oder ihr müsst sagen, hört mal zu, Leute, das wollen wir eigentlich nicht.
Ja? Wenn die angreifen, wenn die Hooligans uns angreifen, ja, dann könnt ihr Selbstverteidigung machen. Das ist euer Recht. Ja? Das ist euer Recht. Aber ihr könnt nicht anfangen, irgendwelche Leute zusammenzumöllern. Ja? Der ist jetzt entlassen worden von Zeit Online. Der ist weg. Der ist da nicht mehr. Zeit Online hat Grips angeschaltet, hat gesagt, Hetzjagd geht gar nicht. Nicht mit uns, machen wir nicht mit. Ne? Ja, das war Diskurs. Ich hoffe, ihr diskutiert darüber. Bis zum nächsten Mal, euer Rüdiger Lenz. Tschüss.